Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2. Wir werden jetzt erst einmal Noel ansprechen, der hat uns irgendwas zu sagen. Erba, this was their home. But now they're frozen in Cocoon's crystal pillar, never to return. They slept for centuries. And then they awoke again, in our time. Though they came from Grand Pulse, they became Cocoon's saviors. So you're saying they traveled through time to save the future? Yeah. I guess they did in a way. Okay, also kommen die auch aus der Zukunft oder was? Haben die damals schon, wie wir jetzt, diese Zeitreisen gemacht? So, wir gehen mal hier hoch. Gill erhalten. Hier komme ich leider nicht rein. Und hier gibt's nichts. Aber hier oben scheint es weiterzugehen. Schön. Mal gucken. Hier ist nichts. Das ist ein bisschen zerstört alles. Aha. Okay, mal gucken. It looks like an Oracle Drive. Yeah. Stop. Hups, wo kommt die denn her? I believe you. My memories. They're real, aren't they? Impossible. If you change the future, you change the past. It keeps changing? Change is the constant. Caius. I have seen you. I have seen you both. You. What? You mean Osiris? I am not the Yule you know. But... You must understand, there are many Yules. Caius... Wait... I saw you. My sister was fighting you. What are you doing here in this time? I learned of your journey, leaping back and forth along the timeline. Yule has been watching everything you do. No, she's been watching us? Yes, I see you understand the significance of that. Then you must also understand that I am here for a reason. Your actions have necessitated the strictest sanctions. Na klar, so müssen wir jetzt gegen den kämpfen, oder was? Hey, hold on a second. What do you mean, sanctions? I must protect the sanctity of the timeline. So, da werde ich aber mal das hier machen, damit uns der ein wenig hilft. So, Kopfverdreher. Okay. Hat aber wenig HP.
Ich hätte mir den jetzt gerade ein bisschen schwerer vorgestellt, aber ja gut, die können ja nicht so einen heftigen Gegner gleich zu Anfang bringen. Es wäre toll, wenn hier mein Viech mal provozieren machen würde oder sowas. Es bringt mir gar nichts, wenn er sich nur heilt. Ach, wer sagt's denn? Was war das? Ah, der ist im Schockzustand. Verstehe. Warte mal, wenn der im Schockzustand ist, nehme ich den hier mal. Weil der einfach mehr reinhaut. Ha! You shall pay for your crimes in blood. Stop this, Caius. I am not going to fight you. Times have changed. I'm not the Caius you once knew. To change history is a sin. It's too late. The timeline has already changed. But must we accept this, Yule? If you change the future, you change the past. You can remold history as your heart desires. Let's go now, before you are made to witness more. Tja, wer sind die beiden? Also am Anfang dachte ich noch irgendwie, wüsste ich vielleicht, wer das ist, aber momentan keine Ahnung. Artefakt erhalten, ein Tagesartefakt. Dialogtrigger. Nachdem das Paradox gelöst wurde, ist das Orakel erschienen. Das wirft weitere Fragen auf. Wer ist Caius? Weshalb ist Yule hier aufgetaucht? Ist das Orakel in der Vergangenheit repariert? Oder sollen wir das Artefakt verkaufen? Wir fragen natürlich, wer Caius ist, weil das würde ich auch sehr, sehr gerne selbst wissen. Mal sehen, was er uns sagen kann. I've seen his face before, in my dream. I thought I recognized him, but I don't think he's the man I used to know. He couldn't be here. Not in this time. Na komm, du bist da auch in dieser Zeit. Warte mal, wieso guckten die da so hin? Ich höre irgendwas. Hört ihr das? Was ist denn das? Hä? Irgendwas höre ich. Das klingt wie ein Item oder so. Merkwürdig. Wer weiß. Vielleicht sehe ich das gleich noch, oder? Na komm, spring rüber. Ist hier sonst noch was? Nein, anscheinend nicht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich wieder runtergehen. So. Nee, da nicht. Ich bin doch nicht doof, ich höre irgendwas. Na klar, kaum ist man draußen, muss man schon wieder kämpfen. Oh, cool, ein Schokobo.
So, ich werde dann aber eh offscreen noch ein bisschen kämpfen, damit ich dieses Luxidon bekomme. Das wird ja hier... ich weiß, das ist Schwachsinn, aber ich mach's trotzdem. Das wird ja hier mal auftauchen. Boah, ist das Wahnsinn. Das kann ja gar nicht wahr sein. Puh. Wie ich Sommer hasse. Ich verstehe das nicht, dass manche dieses Wetter so mögen können. Das ist doch viel zu heiß. Ist ja doch gar nicht mehr angenehm. Also ich finde es nicht angenehm, wenn man schwitzt, ganz ehrlich. Verstehe das nicht. So, weiterkommen. Ah, warte mal. Ich habe was gesehen. Da hinten ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ach Mensch. Immer diese blöden Kämpfe. Ich weiß, dass da hinten was ist. Ich darf das nicht vergessen. So, dann erstmal diesen Kampf hier. Gegebenenfalls muss ich... warte mal, wenn ich den erst schmeiße, dann R1 mache. Also nicht R1, RB ist das ja hier. Dann müsste der vielleicht diese Attacke anwenden und dann findet er das vielleicht. Ich muss mal gucken, ob er das macht. Erstmal werde ich normal RB machen. Vielleicht klappt das ja so schon. So, mal schauen. Das war hier drüben. RB. Okay, warte, dann halt anders. Warte. So. Moment. Und RB. So, wenn er dann da hinten ist. Oh, das geht nicht. Mist, da hinten ist doch was. Na komm, wir probieren es nochmal. RB. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht von hier oben oder was? Obala, Entschuldigung. Komisch. Da ist es. Wie soll ich denn... Vielleicht klappt es ja mit dem Schokobo. Ich probiere das mal. Der hat ja ein paar längere Beine. Das dürfte vielleicht gehen. So. Ei, noch mehr Taxobots habe ich gar nicht gesehen. Okay, mal gucken, ob der Schokobo uns helfen kann. Es wird endlich mal Zeit, dass ich hier diese Gizerkraut-Dinger kaufen kann. Mal sehen. Oh, schade, der kann auch nicht tiefer ins Wasser. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, hier vielleicht? Kann ich da runter? Nee, sieht aber nicht so aus. Hey, ich will da runter. Habe ich denn jemals die Möglichkeit, da runterzukommen? Ich weiß, dass da dieser Gegenstand ist. Warte mal, kann ich ihn von hier sehen? Ich glaube, der ist ziemlich weit vorne gewesen. Oh, der Mokri war doch schon dort. So, wo ist er? Ah, es gewittert gerade. Schön. Da ist er auf jeden Fall. Okay. Mal absteigen. Wir rufen jetzt nochmal das Mokri. Vielleicht kann der von hier aus ein bisschen was tun. Aber es sieht nicht so gut aus. Wieso ist denn das jetzt so hell dort? Hä? Ich stand doch hier nur rum. Hallo? Blöden Viecher hier. Naja, gut, dann lasse ich das erstmal sein. Ich muss dann nachher mal recherchieren, ob ich da überhaupt hinkomme. Ich meine, wie soll man denn da hinkommen?
Wenn ich das zu Fuß nicht schaffe, ich kann den Chocobo nicht werfen und dass der mir das holt. Ich muss das erst mit RB sichtbar machen, damit er das kriegt. Aber wie soll das gehen? Sehr überfragt bin ich da gerade. Na gut. Ach, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei über 15 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt diesen Part erstmal cutten, kann ja in der Zeit mal ein bisschen nachforschen, was das mit diesem Gegenstand da auf sich hat. Oder mal eher weiter probieren. Ah, das wird wohl eher so sein. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß. Bis dahin. Ciao.